Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir möchten euch begrüßen und freuen uns sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt für einen weiteren Vortrag aus der Reihe Data Analytics und AI. Und heute würden wir uns mal dem Thema widmen, Data Mesh, also Data Mesh in der Google Cloud Plattform. Im Besonderen sprechen dazu wird der Sascha Dittmann von Google, der durchaus ja schon ein bisschen Erfahrung hat hier mit Cybert Media und auch schon das ein oder andere Webinar mal durchgeführt hat. Er wird, also ist natürlich Datenspezialist in dem Bereich und wird mal einiges dazu sagen können, wie das im Zusammenhang bei Google in der Google Cloud Plattform stattfindet. Data Mesh an sich, weiß nicht, wem es bekannt ist, ist ja im letzten Jahr schon unter den Top Data Analytics Themen auch in Unternehmen bekannt gewesen und ist deshalb in vieler Munde. Allerdings hinkt vielleicht der Einsatz noch ein bisschen hinterher. Es gibt noch vieles zu verstehen und auch zu lernen. Und daher freuen wir uns sehr, dass der Sascha sich Zeit genommen hat, hier mal was dazu zu sagen. Und ich würde es auch in dem Falle jetzt kurz halten und direkt mal an den Sascha weitergeben, der euch hoffentlich einiges an Wissen noch hinzufügen kann. Viel Spaß. Gerne und vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich wieder bei euch sein darf. Und ich ging jetzt einfach mal, als ich das vorbereitet habe, davon aus, dass der Begriff Data Mesh, auch wenn er letztes Jahr wirklich durch alle möglichen Medien gelaufen ist, für viele, glaube ich, nicht so richtig greifbar ist. Dementsprechend, bevor wir wirklich in Data Mesh on GCP, also in der Google Cloud einsteigen, möchte ich nochmal, ich sag mal, drei Schritte zurückgehen und wir mal einen kompletten Wrap-up machen, wie sich das über die Jahre so verändert hat. Also erstmal wirklich, wie das so oft ist, also wir haben im letzten Jahr noch sehr, sehr viel Machine Learning gemacht und als ich bei euch das letzte Mal war, haben wir auch, glaube ich, über Kubeflow gesprochen, soweit ich mich daran erinnern kann. Und dementsprechend mal wieder ein Blick auf die Vergangenheit, in die Daten der Vergangenheit sozusagen. Über extrem viele Jahre war eigentlich das klassische relationale Data Warehouse so, ich sag mal, State of the Art, also das, was man auch teilweise heute noch bis zum heutigen Tag benutzt. Was das für einen Effekt hatte, war, oder wie das von der grundsätzlichen strukturiert war, war eigentlich der Moment, dass man sagte, man hatte irgendwie seine OLTP-Daten, also seine diese Online- Transactional Processing, also mit anderen Worten, die Live-Daten, was weiß ich, mein Buchungssystem, was weiß ich, mein Stock, also wie viel Sachen habe ich im Lager und so weiter, mein Stocksystem oder irgendwie sowas, ne? Und da wurden dann immer, sprich, klar viele Transaktionen reingelaufen. Das heißt, ich habe irgendwie so dieses typische, es wurde eine, was weiß ich, Bestellung kam rein, Bestellung wurde abgearbeitet, man hat die Daten auch schön dort normalisiert. Also wer das noch so vielleicht aus der Vergangenheit kennt, so die klassische dritte Normalform und ähnliches. Und ich hatte dort meine typischen, ja, Live-Daten drin. Und dann ist man hingegangen mit den diversesten Tools. Wir hatten es gerade eben, wenn man meinen Namen googelt, findet man nicht zwangsläufig die Firma Google, sondern noch meinen alten Arbeitgeber, die Microsoft. Und da hatte ich natürlich auch in der Vergangenheit sehr viel mit dem klassischen SQL-Server zu tun gehabt. Das heißt, ich bin dann hingegangen, habe dann irgendwie damals ganz, 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 manchmal habe ich das Gefühl, ich werde ein bisschen alt, DTC-Pakete noch mit dem SQL Server 2000 gebaut, ne, wo ich die Daten transformiert habe und dann später SQL Server Integration Services und ähnliches. Das heißt, ich hatte in irgendeiner Form eine ETL, also Extract, Transform, Load Pipeline aufgebaut, wenn ich wirklich ein Data Warehouse bauen wollte. Und bin dann hingegangen und habe einen großen, fetten, relationalen Server damals noch genommen. Habe gesagt, das ist jetzt mein analytisches System. Vielleicht bin ich auch hingegangen, das war so zum Zeiten von Business Intelligence, und habe irgendwelche OLAP-Cubes oben drüber gebaut oder ähnliches. Also multidimensionale Datenstrukturen, in denen alles entsprechend voraggregiert wurde und ähnliches. Also das war so dieser Klassiker. Das heißt, ich hatte, wie gesagt, auf der einen Seite meine operationellen Daten, auf der anderen Seite mein analytisches Data Warehousing, wo man auch dann angefangen hat, Daten zu denormalisieren, flache, große, breite Tabellenstrukturen aufzubauen, Dimensionen drumherum zu bauen. Das heißt, man hatte irgendwie so seine Faktentabelle,
zig Dimensionen drumherum, so ein klassisches Sternschema. Und das war so über sehr, 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 sehr viele Jahre bis zum heutigen Tag so State of the Art. Dann kam irgendwie so der Shift, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, 2006 kam so das ganze Thema Big Data auf, Hadoop. Ich bin hingegangen vom klassischen Webcrawler, also ich habe irgendwie selber mit Hadoop Berührung gehabt, 2012 um den Dreh rum, also von den Konzepten, die damals entworfen wurden, auch die ersten Implementierungen im Hadoop-Stack. Und ich muss gestehen, so als klassischer Datenbankmensch saß ich dann plötzlich da und dachte, super, ich habe ein Dateisystem, ich habe irgendeine Processing-Engine, die ich jetzt auf zig Knoten im Cluster, also MPP-System, Multi-Parallel Processing, parallel verarbeiten konnte. Wo zur Hölle sind meine Tabellen? Und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, da gibt es noch irgendwie so ein System wie Hive und ähnliches. Und man hat dann angefangen, Datenstrukturen auf diesem Dateisystem drauf zu bauen. Und das war dann so 2010, 2011 rum, als dann das ganze Thema, das kann ich mal überspringen, also ich, ne, viele Datenbanken in einen Topf, dass man das Thema Data Lakes aufkam. Man ist also hingegangen und viele Firmen sind hingegangen und haben gesagt, ach, unser traditionelles Data Warehouse, das schmeißen wir bitte jetzt einfach mal in die Tonne und Data Lake ist the way to be und wir schmeißen jetzt alles einfach mal in so ein Data Lake rein. Das heißt, wir exportieren die Daten, packen die alle in ein Dateisystem und machen unsere Analyse-Engines obendrauf. Zur damaligen Zeit hatte es aber ein Riesenproblem damit gegeben, weil man ist halt damals noch hingegangen und hat das Ganze wirklich sehr IO-lastig auf der Festplatte aufgebaut. Das heißt, von der Platte Analysen wieder auf die Platte und von der Platte dann irgendwann mal die Aggregation wieder zurück. Man hat solche klassischen Datenstrukturen wie Indizes und so weiter einfach in der Form damals in solchen Hadoop-Systemen nicht gehabt und hat dann irgendwie im Kern immer so diese Table-Scans. Ich lese alle Daten ein, sequenziell und das hat natürlich teilweise bei großen Datenmengen ewig gedauert. Dann ist man gegangen, hat das partitioniert. Also man hatte da plötzlich so einen gewissen Arbeitsaufwand und viele Kunden, die gesagt haben, wir schmeißen unser traditionelles Data Warehouse in die Tonne und gehen auf den Data Lake zur damaligen Zeit, haben es relativ schnell bereut, weil sie einfach gesagt haben, wow, das ist jetzt alles 10-mal so langsam. Dann kam irgendwie 2015 mit der heutigen Firma Databricks Apache Spark um die Ecke. Wir ziehen das Ganze in Memory und hatten dann natürlich einen ganzen riesen Performance-Boost auf diesen Systemen, weil man einfach ganz andere Verarbeitungstechnologien genutzt hat und entsprechend wesentlich schneller Dinge verarbeiten konnte. Plus, dass realistisch gesehen die Hardware natürlich auch immer besser geworden ist. Das ebnete mir zumindest damals den Weg in die Cloud, weil man gesagt hat, okay, ich stelle mir zu Hause jetzt nicht irgendwie 1000 Server hin ins eigene Rechenzentrum, sondern ich kann die irgendwie mal in der Cloud allokieren und dann entsprechend damit arbeiten. Aber im Kern, ich habe unten mal so einen Link reingepackt, wo ich auch übrigens diese Bildchen mal rausstibitzt habe, weil ich gesagt habe, bevor ich das jetzt neu male, ich finde die toll, was Martin Fowler da gezeichnet hat, deswegen auch unten nochmal die Referenz auf den Artikel, wo die raus sind, das Ganze nochmal übernommen. Das heißt, man ist von diesem klassischen, ich habe irgendwo meine Datenquellen, ich transformiere das Ganze in ein Data Warehouse, viele Leute greifen drauf zu, übergegangen zu, ich extrahiere die Rohdaten, Plattenplatz hat damals wie heute immer weniger gekostet und ich packe das irgendwie alles drauf und jetzt mache ich meine Analysen und meine Abfragen auf diesem Data Lake. Das heißt, hat man sich davon versprochen. Im Kern hatten beide Ansätze aber eine Sache gemeinsam, man zentralisiert. Man geht hin und sagt, ich habe irgendwo meine verteilten Töpfe und ich packe jetzt irgendwie so meine Analysen in eines großes System oder in einen großen Data Lake rein. Wenn man das Ganze dann in sich ein bisschen weitergetrieben hat, haben die Systeme vielleicht untereinander noch agiert, aber brav die Daten reingepackt und es wurden immer mehr nicht nur Admins, also ein zentralisiertes Team, sondern auch immer mehr Nutzer, die direkt auf diesen Data Lake oder die direkt auf dieses Data Warehouse zugegriffen haben. Was, klar, man kann es auch heute quasi endlos skalieren, diese Systeme, aber was dann natürlich auch ein Kostenfaktor war, weil ich dann so große, komplexe Sachen gebaut habe. Und dahingehend, dass man gesagt hat, man extrahiert aus diesem ganzen System die Rohdaten und dadurch, dass man jetzt nicht in einer nicht relationalen Welt, sondern in einer dateibasierten Welt sozusagen erstmal im
unter der Haube war, konnte man natürlich auch sagen, ich habe vielleicht sogar Bilddateien, PDFs, was weiß ich, klassische andere Dokumente, also diese klassischen semi-strukturierten und ich mag den Begriff überhaupt nicht, unstrukturierten Daten, die packe ich in den Data Lake auch noch rein und da könnte ich gegebenenfalls auch noch irgendwelche Analyseprozesse drauf fahren, heutzutage vielleicht noch Machine Learning mit reinholen und ähnliches. Das heißt, man hat trotzdem diesen zentralisierten Ansatz genommen. Die hatte ja gerade die Firma Databricks und Apache Spark erwähnt, die sind dann irgendwann mal hingegangen und haben gesagt, wenn ich so eine Data Lake Architektur machen möchte, dann habe ich so ein verschiedenes Layer-System, also sozusagen meine Verzeichnisstrukturen, meine Partitionen, alles, was ich darin aufbaue, teile ich in, ich sag mal, drei Qualitätsstufen ein. Einmal wirklich die Rohdaten, der Bronze-Bereich, wo wirklich die Daten frisch aus dem Ingest im Rohzustand reingekommen sind. Hab dann die ersten, wir räumen mal ein bisschen auf, wir filtern die Daten, wir partitionieren sie entsprechend, wir bauen das irgendwie alles schon mal so im groben Zustand auf, dass sie erstmal organisierter sind, dementsprechend diese Silberschicht mit reingebaut. Und ganz zum Schluss hat man gesagt, so, und jetzt will natürlich irgendjemand diese Daten natürlich auch nutzen. Und dann habe ich natürlich meine Aggregate gebildet und ähnliches und hatte dann so meinen Goldlayer. Wieder mal zurückgedacht an, was ich vorhin gesagt hatte, mit, ich habe irgendwo, die Systeme waren so langsam, ja, und ich musste trotzdem diese Aggregationsstufen bauen über diese Pipelines, um entsprechend eine Qualität an Daten zu bekommen, dass Business-User sie auch schnell abfragen und schnell verwenden können und ich trotzdem, wieder im Hinterkopf behalten, Plattenplatz ist sehr günstig, diese ganzen Altlasten, also diese ganzen Rohstrukturen habe und wenn jetzt ein Data Scientist hingeht oder jemand anders, der einen neuen Report bauen möchte oder ähnliches, der kann auf diese anderen Layer natürlich auch gegebenenfalls wieder zugreifen und neue Informationen aus diesen Rohdaten ziehen, die vielleicht, als ich die reingepackt habe, noch gar nicht angedacht wurde, dass ich sie in irgendeiner Form verwenden können möchte. Soweit erstmal so ein bisschen die Vergangenheit. Wenn ich mir Data Meshes anschaue, ich hatte es gerade, bevor wir überhaupt gestartet hatten, als wir so ein bisschen Smalltalk gehalten haben vor dem eigentlichen Webinar, sind wir darüber gegangen, dass diese Konzepte, die hinter vielen Sachen, die in der IT stecken, nicht zwangsläufig komplett neu sind. Und so wird man jetzt auch hier, wenn ich jetzt mich ein bisschen langhangel und ich konnte es mir nicht verkneifen, auch mal zwei Büchertitel da reinzupacken bezüglich Architekturkonzepte, komme ich gleich zu, dass diese Konzepte wiederverwendet werden. Und ich habe mal einen reißerischen Titel, der übrigens auch genauso auf Martin Fowlers Webseite ist, einfach mal übernommen. Move beyond a monolithic data lake. Also wir reden von Monolithen hin zu einem distributed data mesh. Und wer sich so diese Monolith hin zu verteilt, einfach sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dem fällt sofort ein Begriff ein, mir zumindest, Microservice-Architektur. Also dementsprechend die Ideen, die jetzt gleich kommen, was ein Data Mesh ist, setzt sich genau aus diesen Ideen, die woanders aus der normalen Softwareentwicklung gekommen sind und die sich in der Softwareentwicklung entwickelt haben, in diese Datenwelt einfach weiter. Steigen wir einfach mal ein. Denkt einfach mal in Domänen. Und auch hier, wie gesagt, da kommen jetzt gleich mal noch ein paar Buchtitel dazu, ist dieser Begriff Domäne auch wieder aus der klassischen Softwareentwicklung mit entliehen worden, sagen wir es mal so. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Verkaufsdomäne und ich habe meine Bezahldomäne oder mein Asset Management als Domäne. Und in diesen einzelnen Domänen kann ich ja verschiedene Systeme haben. Bleiben wir mal bei der Sales-Domäne und ich sage, okay, in meiner Sales-Domäne habe ich mein Bestellsystem oder ich habe meine Lagerverwaltung oder ähnliches, was da drin ist. Und in diesem Lagerverwaltungssystem habe ich auch hier natürlich verschiedenste, ich sag mal, Bausteine. Ja, ich habe vielleicht mein Orders-System, in dem meine OLTP-Datenbank, in dem meine Daten wirklich drin sind. Ich habe auch vielleicht eine analytische Sicht. Ich habe vielleicht ein kleines Mini-Data-Warehouse oder in meinem Fall habe ich jetzt mal BigQuery genommen, ein BigQuery-System, was meine analytischen Daten aus dem Order-System regelmäßig bekommt. Ich habe irgendwo mein Shop-System. Ich habe vielleicht irgendwelche APIs, die nach außen gegeben werden.
habe vielleicht aus meinem Stocksystem eine Demand Prediction mit irgendwelchen Machine Learning oder irgendwelche Reports, die da drauf sitzen, wie irgendwelche Looker Reports oder ähnliches. Das heißt, ich habe eigentlich komplexe Systeme, die erstmal in sich geschlossen sind. Die habe ich heute auch schon. Und wenn man sich einfach mal diese Begrifflichkeiten, Domäne auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt einem auch gleich etwas Neues dazu ein. Und wie gesagt, da komme ich gleich noch dazu. Schauen wir uns einfach mal ein so ein Domain-Data-Product an. Bleiben wir mal bei dem Beispiel unserem Order-System. Das heißt, dieses System ist in sich ja autark. Und wenn ich das als wirklich Datenprodukt, als neue Begrifflichkeit mehr anschaue und sage, ich habe meinen Wissensstand, mein ganzes Team, was mein Sales-System baut, kennt dieses Produkt inside out, hat das Domänenwissen, kann man sich auch überlegen, vielleicht sogar eine neue Rolle ins Leben zu rufen, dem nicht nur den Product Owner, sondern dem Domain Data Owner, also der jetzt wirklich diese Verantwortlichkeit hat, dieses Produkt in sich nach außen zu tragen. Also wenn ich nochmal überlege, so ein bisschen diese Microservice-Architektur, sage ich, meine, diese Microservices könnte ich auch in die Datenwelt übertragen. Und dann habe ich mein Microservice selber oder mein Service selber ist in dem Fall mein Data Product. Und wie könnte das Ganze dann aussehen? Naja, ich gebe nach außen hin eine definierte Schnittstelle, ich gebe nach außen hin einen Read-Only-Access auf meine Datenstrukturen und zwar auf die analytische Sicht der Datenstrukturen. Ich muss also nicht sagen, dass ich jetzt mein eigentliches OLTP-System nach außen trage, sondern dass ich eine View auf dieses OLTP-System nach außen trage und auf das von außen zugegriffen werden kann. Und wie gesagt, einige Ideen sind definitiv nicht neu und das erste, als ich mich mit Data Meshes auseinandergesetzt habe, was mir sofort in den Kopf gesprungen ist, ist aus der Softwareentwicklung, dieses Domain-Driven Design. Und die beiden, warte mich mit dem Arbeitskollegen letztens über Data Meshes nochmal unterhalten und bin dann hingegangen, habe dann irgendwann mal in meinen Schrank gegriffen und habe gemeint, ja genau, also diese zwei Bücher stehen bei mir hier im Schrank und hatte ich auch vor einer ganzen Weile gelesen, als sie rauskamen. Und diese Ideen dahinter, die übertragen sich mit diesem Data Meshes Konzept jetzt im Kern in die Datenwelt. Das heißt, ich habe im Kern nochmal, wie gesagt, meine Domäne selber und habe hier dann die verschiedensten Produkte, die dort drin agieren, vielleicht Produkte, die ich gerade am Entwerfen bin. Und ähnlich wie es bei den Microservices ist, kann ich natürlich auch hier hingehen und sagen, ich habe verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Produkte, verschiedene Technologien darin zu verwenden. Vielleicht habe ich irgendwie einen ganz normalen SQL-Server da drin oder also einen Microsoft SQL-Server. Ich habe MySQL oder einen Postgres hinten dran. Oder ich habe überhaupt keine relationale Datenbank da hinten dran, sondern irgendeine NoSQL-Datenbank, vielleicht eine Graphen-Datenbank oder also von den NoSQL-Datenbanken, eine Document-Datenbank, eine Graphen-Datenbank, ein White-Column oder sonst irgendwelche Systeme, die ich dann da hinten dran habe. Und solange ich nach außen hin diese in irgendeiner Form anzapfen kann, kann ich diese ja dann als eigene Domäne weitergeben und ich kann sie in sich versionieren und meine eigenen Produkte verwenden. Das heißt, ich komme eigentlich, deswegen habe ich mal diesen Data Microservices dann ketzerischerweise mal drüber geschrieben, das heißt, ich komme eigentlich von diesem klassischen Data Lake, Data Warehouse, Data Mart Begrifflichkeiten, alles möglichst irgendwie zentralisiert lassen. Ich zersplittere das Ganze wieder, kann es separat versionieren und habe immer wieder eine einheitliche API, mit der ich in irgendeiner Form von außen drauf zugreifen kann. Und diese können dann gegebenenfalls Daten untereinander austauschen und diese kann ich für meine Analysen natürlich dann auch entsprechend wieder zusammenfassen oder im Endeffekt abfragen mit einer möglichst einheitlichen Schnittstelle. Das Ganze realistisch gesehen kann natürlich plötzlich so komplex werden und ich weiß nicht, wer mal so aus der Softwareentwicklung angefangen hat, mal seine ersten Microservice-Architekturen aufzubauen. Es ist was anderes. Es steigert erstmal wahnsinnig die Komplexität. Ich habe vielleicht noch externe Datenquellen. Ich habe irgendwie Sachen, die vielleicht in Azure laufen. Ich habe Sachen, die auf AWS laufen. Ich habe Sachen, die auf Google laufen. Ich habe Sachen, die on-prem laufen oder sonst wo. Also ich habe erstmal die verschiedensten Sachen, die meine Komplexität natürlich in die Höhe treiben. Und wer so ein bisschen verfolgt hat, was in den Microservice-Welten passiert ist, der wird dann auch überlegen, okay, ich brauche plötzlich einheitliche Systeme, ich brauche in irgendeiner Form einen Orchestrierer, der das Ganze wieder in den Griff kriegt, ich brauche eine einheitliche Rechtestruktur, ich muss irgendwie
auch nachweisen können, so Data Lineage, wo kommen die Daten her, wie wurden sie überhaupt zu dem, was sie sind. Ich brauche noch Metainformationen, die ich drauf haben möchte. Ich möchte überhaupt in diesen, ne, gibt ja nicht ohne Grund auch diese klassischen Service Meshes in der Microservice-Architektur. Also ich muss natürlich auch in irgendeiner Form diese Daten finden können, weil die sind ja jetzt plötzlich komplett wieder verteilt, so wie sie im Endeffekt früher waren, jetzt nur mal ein bisschen angereichert und mehr auf der analytischen Seite gesehen. Aber ich verteile ja plötzlich Dinge wieder. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form in diesem Wust, der sich plötzlich aufbaut, auch irgendwie den Überblick und die Kontrolle behalten. Also wie gesagt, Sicherheit und Ähnliches, was ich da an Sachen drin habe. Ich muss mir gegebenenfalls auch überlegen, wie so eine Common API aussieht. Also wie in irgendeiner Form kann ich diese möglichst einheitlich abfragen. Mit welcher Abfragesprache kann ich sie denn abfragen? Also da gibt's, ich würde sagen, dass diese Konzepte sind ja auch, ich würde mal sagen, relativ neu. Ich überlege gerade, Data Meshes selber kam, glaube ich, 2018 so wirklich auf das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne. Und dass man, das ist also relativ jung und da sind einige Fragen, ehrlich gesagt, auch noch nicht so wirklich endgültig beantwortet worden. Wie gesagt, ein Government Model, ich muss Metadata Management machen, ich muss mir über Data Privacy Gedanken machen, Data Security, klassisches Master Data Management, ne, Datenqualität, ich hatte gerade Lineage gesagt, also wie kann ich die hochhalten? Ich habe verschiedene Rollen, die gegebenenfalls auf Daten zugreifen wollen, das heißt, ich brauche irgendwie ein einheitliches, nicht nur Datenklassifikation, sondern auch ein Access Management, also wer hat wie, wo, wann drauf zugegriffen, also das sind ja Fragen, die sich definitiv speziell größere Firmen zwangsläufig stellen müssen. Speziell, wenn ich anfange, wirklich diesen Microservice-Gedanke auf die Datenwelt zu übertragen und anfange, diese Daten überall aufzusplitten und einzelne neue Datentöpfe im Endeffekt aufzumachen mit ihren eigenen Ownern. Also man hat, auf der einen Seite sehe ich natürlich definitiv bei Data Meshes die Vorteile, auf der anderen Seite stellen sich natürlich damit auch zwangsläufig neue Fragestellungen, neue Problemstellungen auf, die gelöst werden müssen. Gibt es erstmal im Chat soweit Fragen zu Data Meshes, bevor ich mal zeige, was sich Google für Gedanken dazu gemacht hat? Nein? Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal in das Thema GCP ein bisschen mehr ein. Und wer sich mit der Google Cloud ein bisschen auseinandergesetzt hat, der wird einen Service, einen zentralen Service, der irgendwie komischerweise immer wieder auftaucht, nicht so gänzlich drumherum kommen. Das Thema BigQuery, also das mit einer SQL Engine versehene, sag mal, Data Warehouse der Google Cloud. Und das ist weit mehr als nur ein Data Warehouse, was vielleicht auf ein Data Lake zugreifen kann. Und was da mehr dahinter steckt, um genau diese Komplexität, die ich gerade aufgezeigt hatte, in Data Meshes ein bisschen in den Griff zu bekommen, da möchte ich einfach mehr näher drauf eingehen. Das heißt, ich habe verschiedene Daten, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und die liegen vielleicht in GCP, die liegen aber auch gegebenenfalls bei unseren Mitbewerbern AWS und Microsoft Azure. Und wer so ein bisschen die Google Cloud in den letzten Jahren verfolgt hat, der wird vielleicht auch darüber gestolpert sein, dass Google BigQuery Omni announced hatte. Mit anderen Worten, dass der Dienst ist ja mittlerweile auch GA gegangen, also allgemein verfügbar. Und man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann nicht nur in meinen Data Lake oder auf meine Datenquellen in der Google Cloud zugreifen, sondern ich kann auch sagen, ich habe BigQuery bei AWS oder bei Azure am Laufen, kann dort die Analysen fahren und die Ergebnisse werden auch hier wieder zurückgeliefert auf den Control Plane meiner BigQuery-Konsole in der Google Cloud und kann damit dann Dinge verheiraten. Plus, und das hatte ich ja mal gerade, ich gehe mal eins noch zurück, dass ich natürlich auch noch hier völlig andere Datenquellen mit dran ziehen kann. Das heißt, ich kann nicht nur in andere, ich sag mal, Data Center oder Clouds reingreifen, sondern ich kann auch hingehen und sagen, ich habe hier natürlich nicht nur dieses klassische Batch Processing, was ich aus dem klassischen Data Warehousing drin habe, sondern ich vielleicht noch Streaming Data. Über unstrukturierte Daten hatte ich ja schon drüber gesprochen, dass ich solche Dinge wieder mit reingreifen kann, dass ich sagen kann, ich gehe auf eine NoSQL Datenbank wie eine Bigtable, greife da drauf zu oder ähnliches und ziehe da die Informationen raus. Das heißt, BigQuery selber liefert mir ja die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich greife auch auf verschiedene Datenquellen zu, habe gegebenenfalls sogar Federated Queries, die
wie gesagt, in andere Clouds reingreifen oder Federated Queries, die zum Beispiel in der Cloud SQL Datenbank, also in einer kleinen relationalen Datenbank aufgegriffen werden, Richtung Bigtable, oder ich ziehe mir alles nach BigQuery in die eigene Engine, in den eigenen Speicher, in den eigenen Storage rein und analysiere die Daten nativ in BigQuery. Das heißt, und das Bild, ich habe 10-mal überlegt, ob ich es mit reinnehme, weil es ist recht erschlagend, zeigt aber auf der anderen Seite auch nochmal genau das auf, was ich hier eigentlich gerade skizziert habe. Das heißt, ich habe in der Mitte irgendwo zentral mein BigQuery stehen und kann sagen, klar, ich kann an verschiedene Google-Dienste mich andocken, wie Google Sheets zum Beispiel, wie YouTube-Daten oder Google Ads. Ich kann auf der anderen Seite an die GCP-Produkte drangehen, sagen, ich habe einen Google Cloud Storage oder wie man hier mal in meinem Streaming-Data Richtung Bigtable sieht. Ich habe vielleicht ein Bigtable, was ich abfragen kann. Oder ich gehe plötzlich in andere Clouds rein, führe es da aus und ziehe mir dann die Sachen aus den Data Lakes dort, um es einfach, wie gesagt, ein zentrales System zu haben, aber meine Fühler in alle Richtungen ausstrecken können, wenn ich das benötige, um erstmal Dinge mit einem System abfragen zu können. Das heißt nicht zwangsläufig, dass BigQuery das Allheilmittel ist. Das heißt auch, wir haben auch diverse andere Produkte im Portfolio, Dataproc oder ähnliches, wo ich auch hier sagen kann, ich ziehe mir ein klassisches Hadoop-Cluster auf oder ähnliches, um dann einfach an die verschiedenen Systeme dran zu kommen. Also es muss nicht zwangsläufig BigQuery sein. Google hat noch ein bisschen mehr im Portfolio. Das ist einfach nur mal ein zentrales Beispiel, was halt, wie gesagt, relativ einfach auch überall reingreifen kann, wenn es das benötigt. Jetzt fehlt uns allerdings ein wichtiges Bindeelement. Sagen wir mal, und wer vorhin mal ein bisschen die Logos auf meinen vorangegangenen Slides sich ein bisschen näher angeschaut hatte, ich hatte nicht einmal BigQuery bei meinen Domänen da drin stehen, sondern ich hatte mehrmals BigQuery dort drin. Ich hatte eigentlich BigQuery, glaube ich, in jedem der Data Products irgendwie mal reingepackt. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht 100% sicher. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das heißt, ich habe gegebenenfalls mehrere Datasets. Ich habe vielleicht sogar mehrere Google-Projekte, also Google Cloud-Projekte, die ihren eigenen BigQuery-Topf haben oder einen Dataproc-Topf haben und dann die darunterliegenden Dienste oder der umliegenden Dienste auch nochmal anzapfen können. Vielleicht eine eigene Visualisierung. Also meine Data-Products, die in sich eigenständig sind. Jetzt fehlt ein großer, wichtiger Faktor. Wie finde ich meine Daten? Wie mache ich das mit dem Thema Governance, Data Quality und Classification und ähnliches? Und wie stelle ich meine Sicherheit in irgendeiner Form bereit? Und da kommt ein neuer Dienst, der jetzt im Februar GA gegangen ist, ins Spiel, der sich einfach Dataplex nennt. Und in dem kann ich meine Data Lakes im Endeffekt anlegen, kann meine Metastores zum Beispiel von Dataproc mit einfließen lassen und andere Informationen wie ein Data Catalog oder ähnliches als separate Dienste haben, die dieses ganze runde Bild nochmal abbilden und kann dann sagen, okay, ich habe ein BigQuery in der Zone in Europa liegen, weil auch das Thema, wo liegen die Daten überhaupt, in welcher Legal Region liegen die Daten, kann ich das dann auch nochmal differenzieren, dass zum Beispiel sicherstellen kann, dass was ich, wenn jemand auf Daten aus den europäischen Stores zugreifen kann, dass nur BigQuery in Europa, im europäischen Raum genutzt wird und so weiter. Das heißt, ich habe dann die verschiedenen Möglichkeiten, dann verschiedene Zonen zu definieren unter meinen Data Lakes und dann entsprechend das Ganze aufzugliedern. Das heißt, ich habe ein zentrales Element, was genau das hier, was ich vorhin gezeigt hatte, einfach nochmal klammert. Das heißt, meine Domänen, meine Data Zones und die darunterliegenden Services mit den verschiedenen einzelnen Versionen und ähnliches, das kann ich alles zusammenfassen und habe sozusagen mein Umbrella, der sich darüber aufbaut zum Thema Metadata Management, Lifecycle, Classification, Security und so weiter, den ziehe ich dann mit dem Dataplex außenrum. Das Ganze mal eher als Flussarchitektur zusammengezimmert. Ich fand das, wie gesagt, ein bisschen überladen, aber die Slides, aber ich denke, sie zeigen mal so ganz gut auf, wo so der Toolbox-Kasten hingeht. Das heißt, ich habe gegebenenfalls irgendwelche zentralen Storage-Einheiten in meiner Architektur drin. Ich habe vielleicht irgendwelche Konnektivität, Datenpumpen, Orchestrierungssysteme für meinen Data Ingest auf der einen Seite. Ich habe auf der anderen Seite meine analytischen Dienste,
bleiben wir beim klassischen Hadoop-Stack. Das heißt, ich habe Dataproc dort am Laufen. Ich habe vielleicht Apache Beam, sprich Cloud Dataflow dort am Laufen, BigQuery, vielleicht irgendwelche Machine Learning, also Data Scientists, die darauf zugreifen wollen, die zum Beispiel in Vertex AI sich Jupyter Notebooks aufbauen und auch hier wieder auf BigQuery und andere Informationen zugreifen können, um dort entsprechend gegebenenfalls Machine Learning Modelle zu bauen. Oder verwende BigQuery ML als Möglichkeit. Also ich habe diese ganze Processing and Analytics auf der anderen Seite. Ich habe unten drunter natürlich gegebenenfalls auch Dashboards hängen wie Looker oder Data Studio, je nachdem, welche Ansätze ich dort fahren möchte und wie komplex und ich sag mal enterprisey meine Visualisierung dort unten werden. Und das geklammert vom Data Management und von der Security. Das heißt, diese IAM-Policies, die sich komplett durchziehen, DLP, um vielleicht irgendwelche Daten zu anonymisieren oder rauszufiltern, also alles, was personenbezogen ist, zum Beispiel rauszufischen, um zu sagen, nee, das soll da nicht rein oder es soll irgendwie gemaskt werden oder ähnliches. Mein Key Management, also wirklich die Security-Schicht unten drunter, plus obendrauf dann die gerade besagten Dienste, Data Catalog, dass ich wirklich das Ganze mit Metadaten anreichern kann, Dataplex, dass ich meine Klammer darum bildet, um die verschiedenen Datentöpfe und vielleicht im Dataproc, wenn ich es einsetze, dort nochmal einen Metastore drin haben, um auch diese Hadoop-Cluster oder sagen wir Big Data-Cluster, müssen ja nicht zwangsläufig Hadoop sein, könnte ja auch ein reines Spark-Cluster sein, dass ich das hier oben wieder mit einfließen lasse. Bei Dataplex habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe auch einen Metastore mit hinein, um das ganze Management dort oben drin letztendlich bereitzustellen. Soweit erstmal zu den Konzepten und was, ich sag mal, Google dazu bringt. Fragen in der Runde. Dazu kann ich vielleicht noch kurz sagen, dass wir fragen, dein Vortrag wird sich noch fortsetzen an der Stelle. Ich wollte jetzt erstmal ein Q&A dranhängen, dass wir da uns mal intensiver ein bisschen ein- und austauschen zu dem Thema. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in das andere Google Meet rüberwechseln würden. Oder? Können wir machen. Dann können wir direkt mit den Leuten darüber sprechen und würden dann jetzt hier das beenden. Ich würde vielleicht gerne noch mal zum Schluss dazu sagen, dass das ja ein Vortrag auf einer ganzen Reihe ist, den man, sicherlich ist der Link auch schon im Chat geteilt worden, können wir auch gerne noch mal machen und auch seine Fortsetzung noch findet. Am 29.03. haben wir dann noch Jesse Anderson zum Beispiel dabei. Und den Link auf der Webseite, da sind alle Vorträge drauf, wird man finden. Und wir freuen uns erstmal und kommen jetzt erstmal zu euch rübergesprungen. Genau, und wir hatten, weil du gerade sagtest, Fortsetzung ja auch schon besprochen, dass wir sagen, wir möchten uns einige Dinge davon auch mal in technischer unter der Haube in Zukunft in separaten Sessions mal anschauen, wie zum Beispiel BigQuery Omni. Wunderbar. Dann bis gleich. Dann bis gleich.